kaum Hinweis. Ich will nicht so lange warten, Mann. Ey, komm, die Zuschauer, die sind auch... Warte, welche Ziffern überhaupt in der... Ja, das ist uns klar. Nächste? Ja, wir haben noch genug. Sicher schon aufgefallen, aber die erste und die zweite besteht aus... Ja, genau. Das wissen wir auch schon. Nächste. Dritte Zahlenfolge. Zwei der Ziffern stimmen und stehen an. Du weißt, dass die gesuchte Kombination aus den Ergon müssen dieser Zahlenreise bereits am richtigen Platz stehen? Was? Warum? Wieso? Nochmal. Zwei der Ziffern... Nein. Warte mal ab. Nein! Wir haben das falsch rumgelesen. Die roten sind die richtigen und die weißen am falschen Platz, nicht umgedreht. Oh, ach Scheiße. Na dann ist es kein Wunder. Oh, naja, dann ist es leicht. Die 4 und die 5 tauschen, ja. Ja, dann ist es 0, 1. Oh mein Gott. 4, 5, 0, nee, nee. 5, 4. 0, 1, 5, 4. Nee, 5, 1, 0, 4, 4, 5. 0. 0, nee, was? Das da. 0, 1, nein. Doch. Nein, nein. Das ist falsch. Kein Rätsel ohne richtig. Lösung. Mist. Manu, stand doch in dem... Nein, ja, stand da. Nein. Was stand da, dass die, die getauscht werden müssen? Nein, 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 nein. Ich zeig's dir im Hinweis. Das stimmt, dann hast du den Hinweis falsch gelesen. Pass auf. Ich sag dir die richtige Kombination. Und dann... 0, 1, 4... Ich will nicht mehr. Gut. Sicher? Dann ja. Wollen wir mal sehen. Nein, Scheiße! Depp, du! Ich war mir so sicher das gerade. Das ist wirklich eine harte Nuss. Wahnsinn. Gibt's doch nicht. Das hast du fein hingekriegt. So, also die noch roten sind... Hinweis. Na komm, pass auf. Oder warte mal, Hinweis. Bla bla bla. Nur noch der 4 und der 5 ihre Plätze zuweisen. Dann ist es 5. Ach so, oh, hier. Ach so, weil die 0 oben, ja, 0, 1, 5, 4. So rum, jetzt ist aber richtig. Weil oben ja. Jetzt. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ah, vom dritten Hinweis hätten wir zuweisen müssen. Aber ich dachte vom ersten. Ach kacke, wir haben die Lichter die ganze Zeit falsch interpretiert. Wir sind ja so dumm. Na und? Ey, du musst das nicht noch. Du musst das nicht noch rausposaunen. Ja doch. Nee. Wir hätten es viel schneller haben können. Sowieso. Du mit deinem Mastermind-Dingens da. Ja, es ist es aber ja doch. Ja, aber andersrum. Ja, ich kenne das andersrum. Daher kam das wahrscheinlich. Die Weißen sind da die richtigen. Bla bla bla. Mir scheint bla bla bla. Edelmetall. Bla bla bla. Komm, nee, einfach wichtig. Durch. Ist nicht wichtig. Andererseits doch. Okay. Öffnen, Mine, Chronik. Also der Typ wollte Edelmetall haben. Irgendwie so. Wie eigenartig. Ah, du bist... Wie eigenartig. Der letzte Eintrag datiert etwa 50 Jahre vor dem heutigen Tag. Aber das kann doch nicht sein. Die Mine war doch bis vor kurzem noch in Betrieb. Nun, das hat man uns zumindest erzählt. Doch dieses Tagebuch macht mich nachdenklich. Hm, ob die Vorfälle in der Mine mit der Schatulle in Verbindung stehen? Für mich deuten alle Indizien auf ein und dieselbe Person hin. Den Herzog selbst. Auch wenn er bereits verschieden ist, so bleibt uns immer noch ein Anhaltspunkt, sein Schloss. Womöglich finden wir in seinem ehemaligen Domizil die Antwort auf all unsere Fragen. Also, soll das heißen, dass wir wirklich dieses gruselige Schloss besuchen müssen? Hahaha, ha, ha. Du hast doch nicht etwa Angst vor dem alten Bau? Natürlich nicht. Nicht mal eine Million Vampire könnten mir Angst einjagen. Wenn in diesem Schloss wirklich ein Vampir residieren sollte, so würde ich ihn sehr gerne kennenlernen. Bitte sagen Sie doch nicht sowas, Professor. Der würde uns bestimmt auf der Stelle auffressen. Natürlich. Und Sie beschließen zum Schloss zu gehen. Ja, ist das nicht toll, was Sie alles beschließen können? Dass die aber auch immer so einen Konsens finden, finde ich gut. Ja. Könnte ja mal sein, dass Luke sagt, nein. Blablabla. Das sollten die Dokumente sein, die wir gesucht haben. Dann können wir jetzt gehen. Stimmt. Huch, was ist denn jetzt los? Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Das ist ja ärgerlich. Oh, aber sieh mal, dieses Gerät hier scheint ein Notaggregat zu sein. Wir müssen nur die Kabel verbinden. Hurra. Noch ein Rätsel. Aufzugreparatur. Geht doch. So, oh, das sieht hübsch aus. Um Gottes Willen. Die Kabel, die den Fahrstuhl mit dem Rufknopf verbinden, sind kaputt und müssen repariert werden. Das Gerät rechts oben muss mit jenem rechts unten verkabelt werden, und zwar Pluspol an Pluspol und Minuspol an Minuspol. Zwei Linien, um die entsprechenden Kreuzschrauben miteinander zu verbinden. Ja, okay, das kann ja nicht so schwer sein. Das dürfte nicht so schwer sein. Notiz. Minuspol,
ganz links. Ich will es noch zeichnen, damit die Leute das sehen, was da ist. Okay. Aber hast recht, hier. Okay, das ist Schraube Nummer 1. So, jetzt Pluspol. Ach nee, Pluspol an Pluspol machen. Minus an Minus. Okay. Mach unten erstmal den Minus. Ja, warte, ich mach den erstmal. Den Plus. Schreib mal unten Minus dazu, dass wir es nicht verdrehen. Zweite Minus. Minus. So. Das ist Plus. Genau. Okay, so. Minus sind die rechte. Der. Minus. Der Plus. Ganz links. Plus. Okay. Zurück. Nee. Nicht? Nee, ganz außen. Oh, stimmt. Puh. Gut, dass ich dich habe. Okay, das so? Müsste stimmen. Müsste. Wenig. Dann wollen wir mal sehen. Ja. Ah, das war dann mal, wie viel Pikarat in wie lange? 30? Ah, gut. Ja. Ja, ich meine. Wir hätten es so schnell schaffen können. Als Ausgleich war das jetzt einfach mal nötig. Das tut der Seele gut. Ja. Oh, wir sind gleich bei der 100. Wollen wir da hoch? Treppe? Ja, ja, wohin? Ne? Ach ja, stimmt. Ist ja. Geht ja nicht anders. Oh, oh, der Typ, der ist mein Lieblings... Nee, nicht ganz Lieblingscharakter, aber... Sprich du denn mal? Hola, mein Freund. Je suis very froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige hier. Ey, der in der englischen Version ist auch geil. Ja? Weil der da auch deutsche Begriffe benutzt. Hey, ich kenne sie doch. In der deutschen Version übrigens auch. Ja, ja. Ich, achso, ich mache at the moment eine Reise durch El Mundo. Und Ägypten sagt mir wirklich molto zu. Tell me, por favor, wann wurden denn diese Pyramiden gebaut? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Sie sind nicht in Ägypten. Wissen Sie noch, wie Sie hierher kamen? Da bin ich überfragt, Senor. Un minuto bin ich in Afrika und then bin ich plötzlich hier. So ganz alone gelassen habe ich an diesem Spielzeug herumgespielt und jetzt ist es wohl kaputt. Oi weh! Können Sie mir eventuell beim Reparieren helfen? S'il vous plaît? Ey, der ist so durchgeknallt. Das goldene Mobile. Oh, cool. Hier siehst du ein Mobile mit verschiedenen Metallgewichten, das leider schief hängt. Die 5 Silberfäden hängen in gleichen Abständen zueinander. Die 3 Sorten Metallgewichte wiegen unterschiedlich viel. Ein schweres wiegt 3-mal so viel wie ein leichtes. Ein mittelschweres wiegt doppelt so viel wie ein leichtes. Also 1, 2, 3. Wir müssen jetzt rausfinden, welches ist 1, welches ist 2, welches ist 3. Genau. Ja, gut. Und vor allem, welches dann dahin gehangen werden muss. Okay, das hängt also schief. Ich behaupte mal, der Mond ist 1. Wenn, gehen wir mal davon jetzt aus, der Mond ist 1, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, die in der Mitte sind ja egal. So, die in der Mitte sind egal, ja. Es stimmt, die sind egal. Ja. 5. Und ich behaupte, der Stern ist 3. Die Kugel 2, 5, 7, 9, 11. Und rechts, 1, 2, 4, 7, 10, ein Mond. Ein Mond, okay. Behaupte ich mal. Sicher? Wollen wir? Mach mal, bin mir relativ sicher. Okay, dann bist du dir relativ sicher. Kein Rätsel ohne Lösung. Ah, schön! Geht doch. Natürlich. Ah, okay, damit hätten wir dann sein schönes Rätsel, bla bla bla, Mond. Juhu! Oh, wunderbar. Domo arigato, mon ami. Nun kann ich endlich beruhigt diese muffige Gruft verlassen. Und ich habe ein Tagebuchschlüssel bekommen von ihm. Nicht nochmal. Ich glaube, der will nichts mehr mit uns bereden. So, zum Schloss. Ab zum Schloss. Und da können wir bestimmt den hinteren Weg nehmen. Oh, Entschuldigung, Herr Professor. Huch, so eine Überraschung. Und was führt Sie in diese abgelegene Gegend? Nun, um es frei herauszusagen, bin ich schon seit einiger Zeit dabei, sie zu bespitzeln.
Sie haben überaus kompetente Ermittlungen angestellt und bald werden Sie Ihre Antwort finden. Aus diesem Grund kann ich Ihnen die Wahrheit über diese Stadt nicht mehr länger vorenthalten. Oh wow. Was meinen Sie, wie meinen Sie das, Herr? Mein Herr? Ah. Sie haben ein Fotogeschäft mit eigenen. Hast du mitgekriegt, dass er den Mund bewegt hat? Oh, wir haben gerade mitsynchronisiert wieder. Ja? Noch weiter? Oh, okay, dann nicht. Okay. Auch die Fotos, die am Bahnhof ausgestellt sind, wurden von mir gemacht. Ja, diese Fotografien beschäftigen mich nun schon seit einer geraumen Weile. Und dies zu Recht. Du bist. Warte mal. Was denn? Ich hab grad geguckt, ob ich überhaupt Musik höre. Achso, oh. Ja. Und dies zu Recht. Erinnern Sie sich noch an unser letztes Treffen in meinem Laden? Herr Professor. Ja, das ist der antiquitierten Typ. Sie, nein. Nicht? Nein, das ist der aus dem Photoshop. Ach stimmt, der Photoshop-Typ. Sie bemerkte ein seltsames Phänomen, das allen Fotografien von Fortsets gemein ist. Allerdings, und dies ist nur eines der vielen Mysterien, die diese Stadt scheinbar umhüllen. Ich habe fast den Eindruck, als wolle die ganze Stadt etwas vor uns geheim halten. Ihr Eindruck trügt Sie nicht, Herr Professor. Sie müssen wissen, dass ein Fluch auf Fortsets lastet. Ein Fluch? Entschuldigung. Es mag profan klingen, aber es gibt kein Wort, das die Geschichte der Stadt treffender beschreibt. Womöglich ist der Fluch eine Strafe für die gewaltigen Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber jeder Albtraum hat ein Ende und die Stunde unseres Erwachens scheint nun nicht mehr fern. Wie? Bitte besuchen Sie das Schloss und sprechen Sie mit Herzog Anthony. Ah, Anthony? Ist das der ältere Sohn des früheren Herzogs? Ja. Herzog Anthony ist Oberhaupt von Schloss Herzen, seit sein Vater von uns gegangen ist. Ich war selbst Bediensteter der Herzens, aber vor 50 Jahren ließ ich alles zurück und floh. Ich glaube nicht, dass mir Anthony jemals vergeben wird. Er hasst nichts mehr als Verräter. Was hat sich vor 50 Jahren ereignet? Die Antwort auf all Ihre Fragen finden Sie auf Schloss Herzen. Ich bitte Sie, eilen Sie dorthin. Vielleicht wird Herzog Anthony ja eine Stimme der Vernunft wie der Ihren Gehör schenken. Wenn Sie glauben, dass es hilft, so werden wir dem Schloss einen Besuch abstatten. Ja, bitte. Bitte erkennen Sie mit eigenen Augen, was aus dieser Stadt geworden ist. Vielleicht gelangen wir ja so ans Ende dieses langen, dunklen Tunnels, durch den wir fahren. Luke, es ist kein Zufall, dass wir in dieser Stadt sind. Du weißt, wohin wir als nächstes müssen, oder? Alle, die wir getroffen haben, leben in Todesangst vor dem Vampir, der oben im Schloss haust. Und unser Gespräch mit dem Fotografen wirft nur noch weitere Fragen auf. Was ist vor 50 Jahren passiert? Was in aller Welt geht in diesem Schloss vor sich? Die Goldader, die man in der Nähe fand, machte die Herzens wie über Nacht unvorstellbar reich. Doch irgendetwas hat sich später abgespielt, etwas Wichtiges. Wenn wir herausfinden, was dies war, werden alle unsere Fragen über die Schatulle beantwortet. Aber wie sollen wir es bis ins Schloss hinein schaffen? Ich glaube nicht, dass man Besucher dort sehr schätzt. Luke, ich denke, es ist durchaus möglich, ins Schloss zu kommen, wenn man es richtig anstellt. Ach ja? Aber wie denn? Die Spuren der Kutsche, die wir auf dem Pfad zum Schloss sahen, sind noch ziemlich frisch. Wie es scheint, fährt die Kutsche jeden Tag zum Schloss und zurück. Wir müssen also nur der Kutsche folgen, um uns Zutritt zum Schloss zu verschaffen. Oh, natürlich, die Kutsche fährt uns zum Schloss. Ganz richtig, mein Junge. Ich bin bereit, Professor. Nachrichten. Sie beschließen Sie irgendwas dann noch? Mal gucken. Blöp. Also, Symbol, Wappen, Familie, Herzen. Okay. Schatulle. Schön. Der Typ kriegt braucht keinen Tee. Na, wann wollen wir das machen? Wenn wir alles durch haben? Kann man immer noch machen. Ja, stimmt. Das Tor ist fest versperrt. Um hineinzugelangen, müssen wir einfach auf die Kutsche warten. Da kommt sie. Schnell verstecken wir uns. Eine Videosequenz. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Schade. Und offen. Das Tor ist offen. Sag ich auch. Und keiner hat uns bemerkt. Jetzt oder nie. Hinein. Los. Upsa.